Hey Leute, willkommen zurück zu Kolat. Wir machen weiter. Letztes Mal sind wir der Spur gefolgt zu... Oh, guck mal, das sind Koordinaten, die sehe ich jetzt erst. Zu diesem Krater in der Mitte dieser Karte. Und da hat sich etwas Seltsames abgespielt. Auf jeden Fall, mal gucken, was hier steht. 25 Grad Nord, 5 Grad Ost. Aber was soll dieser Durchschnitt... Okay, das sind, wie gesagt, Koordinaten. Wir haben auch hier eine Karte, über die wir uns orientieren können. In der Mitte ist wohl der Ausgangsort und dann können wir hier an anderen Stellen weitermachen. Warte mal, wir gehen mal hier hoch. Ich soll ja immer wieder zum Zelt zurückkehren, um mich auszuruhen, aber... Naja. Mal sehen. Auf jeden Fall ist da vorne irgendeine Art Turm. Ich sprint mal ein bisschen. Es ist grafisch doch schon sehr hübsch, sehr opulent, kann man fast sagen. Also, diese ganzen Partikeleffekte, diese... Allein schon diese Tiefenschärfe, guckt euch das mal an, das ist der Wahnsinn. Was ist denn da vorne eigentlich? Also mal, das ist auf jeden Fall da oben. Da werde ich wohl hinkommen, wenn ich da ganz neben rumgehe. Hm, na gut. Ich will aber erstmal ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn alles absuchen. Hätte ich hier eine Minimap, wäre das super. Vielleicht muss ich auch ein bisschen aufpassen. Oh, da leuchtet was. Okay, das liest wohl keiner. Dann kann ich das selber lesen. Mysteriöse Lichter über dem Kosmodrom. Snobodny. So. In der Nacht vom 4. auf den 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Zeugen sagen aus, sie hätten eine grellorangene Kugel gesehen, die mehrere Male über die Stadt zog, chaotische Bewegungen vollführte und schlagartig ihre Flugrichtung änderte. Schließlich war das Spektakel vorüber und die Kugel verschwand. Luftfahrtexperte Major Gierka: Kein fliegendes Objekt, das wir kennen, ist in der Lage, sich auf diese Art und Weise zu bewegen. Das Militär und das Personal des Kosmodroms wiegelten unsere Fragen ab, distanzierten sich von dem Ereignis und gaben zu Protokoll, dass weder Aktivitäten aufgezeichnet noch Tests durchgeführt worden seien. Okay, also scheinen es wohl vielleicht doch Außerirdische gewesen zu sein, die die Kinder auf dem Gewissen haben. Ich meine, ach guck mal, wir sehen sogar, wo wir das aufgehoben haben. Sehr schön. Ich, ja, muss mal schauen, dass ich mir das irgendwie alles visualisiere. Aber mit Karten komme ich ganz gut zurecht. Also ich habe einen recht guten Orientierungssinn, will ich meinen, und das ist alles okay. Die Kamera nimmt auf, das ist ja schön. Ja, ich habe gemerkt, ich habe letztes Mal wieder ein bisschen Feenstaub gehabt. Das heißt, wieder so ein komisches Geglitzer im Bild und das habe ich jetzt hoffentlich behoben. Man weiß es nicht, aber man munkelt. So. Alles klar, oh, dann geht's hier vielleicht noch weiter. Das geht dann dort geradeaus und wenn ich mich rechts halte, komme ich in die Nähe dieses Kraters. Und ich habe auch einige Markierungen auf der Karte, wie ich sehe. Warte mal. Warte nochmal. Ach ja, guck mal. Ah, alles klar, guck mal, das war 35. No, ach, das ist eine 0. Das war eine 0, warte mal. Das heißt 35 Nord, 50... Ost. Kann ich da irgendwas markieren oder so? Ich sollte mir Notizen machen, fällt mir gerade auf. Aber das mache ich später. In einem anderen Part, weil ich habe jetzt gerade keinen Zettel. Nein, und ich habe keinen Bock zu suchen. So sieht's aus. Wir gehen mal rechts. Jo. Kann ich eigentlich sterben? Warte, was habe ich denn noch? Karte minimieren. Kartenzoom. Und Karte schließen. Das ist ja schon mal schön. Ja, wie gesagt, es ist ein Wandersimulator. Also erwartet nicht, dass hier ständig irgendwas kommt und uns jagt. Wahrscheinlich am Anfang sowieso noch nicht. Das wird vielleicht später der Fall sein. Und dann gibt es eventuell auch den ein oder anderen Schocker. Das kann ich euch garantieren. Aber vorerst ist es halt wirklich nur das. Rumlaufen, suchen, Texte lesen. Vielleicht finde ich ja ein paar Themen, über die ich reden kann. Zum Beispiel, dass ich jetzt übermorgen nach Österreich fliege, nach St. Anton. Da freue ich mich schon richtig drauf. Das wird ein Wochenende mit PlayStation und dem lieben Nanook Pharos.
Und er freut sich schon tierisch. Ich auch. Das wird klasse. Ein Stein. Naja. Ich weiß, ihr erwartet vielleicht, dass ich jetzt in dem Moment ein bisschen anfange zu philosophieren. Aber mir fällt ehrlich gesagt gerade nicht ein, worüber. Das habe ich ja in Vanishing of Ethan Carter immer so als... Okay. Ja, die Texte, die wir gefunden haben, das habe ich immer so ein bisschen als Ansporn genommen, beziehungsweise als Inspirationsquelle, um über irgendwas zu reden. Hier ist es allerdings, dass ich nur die Eindrücke schildern kann, die mir jetzt gerade so in die Sinne fallen. Springen geradezu. Im Moment aber nicht so viel. Ja, wie gesagt, ich sehe leider nicht, wo ich aktuell bin. Das ist grafisch schon sehr geil, ne? Sehr geil. Ich weiß noch nicht, ob ich mich hier alleine hertrauen würde. Oh, da oben brennt ein Feuer. Also wir können uns wahrscheinlich auf diesem See hier bewegen, schätze ich mal. Und einfach mal gucken, was da oben ist. Wenn ich da irgendwie hinkomme, heißt das. Ist Feuer in dem Fall gut oder schlecht? Ich habe keine Ahnung, was hier oben auf uns wartet. Oh, Musik. You know, at the beginning, I wanted to make things right. I believed God itself touched me. That I have received a chance, a compensation for the evil that was brought upon me. That I understood that it is not God. Or good or restitution. Just a tool of revenge. Alles klar. Wir haben keine Markierung auf der Karte. Ich müsste jetzt irgendwo hier sein. Der Krater ist aber auch das erste, was mich hier angelockt hat, gebe ich zu. Also das war direkt das, was so meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Okay, hier komme ich nicht hoch. Das ist doch kein natürliches Feuer, oder? Auf jeden Fall schon ein bisschen unheimlich, muss ich sagen. Also es ist diese Ödnis, diese kalte Ödnis. Irgendwas ist da und es ist nicht gut. Geh mal kurz hier alles absuchen. Etwa weiter. Das Problem ist, wir können auch nicht springen. Ich schätze mal, das wird uns ganz schön einschränken. Aber es ist vielleicht doch besser so. Sonst würde ich nur auf Dummheiten kommen. Hier einfach mal hochspringen, da über den Baumstamm versuchen zu laufen. Oh, der Mond. Er ist so schön. Guck mal. Der Mann im Mond. Ich weiß noch nicht, wie lange es dauert, bis wir uns ausruhen müssen oder ob das einfach nur so prophylaktisch ist, dass es heißt, ja, du musst dich immer wieder ausruhen. Ich meine, warum gehen wir eigentlich auch nur nachts los, ist die Frage. Hätten wir jetzt auch noch weiter. Ja, wahrscheinlich in so einer Art Stollenwerk und da will ich noch gar nicht wissen. Wir gehen erstmal hier rauf, da ist es irgendwie gemütlicher mit dem Feuer. Bisschen wärmen eventuell. Ach, ist es schön. Alles gut. Oha. Das sieht nicht gut aus hier. Ich glaube, irgendwas will uns hier nicht haben. Vor allem sind das Menschenschädel. Ganz klar. Ich lasse die Lampe mal an, weil es hieß ja, wir sollen sie nur ausmachen, wenn uns was auf den Fersen ist. Oder vielleicht locken wir auch gerade jetzt was damit an. Ich dachte, da steht was. Ich denke mal, es ist wieder sowas Spirituelles hier. Es ist nicht eine wirkliche, wie soll ich sagen, keine Suche nach
etwas Bestimmtem, sondern vielleicht mehr nach einem Gefühl, nach einer Erkenntnis. Das würde ich zumindest jetzt schon mal deuten aus dem, was wir hier die ganze Zeit hören. Über Gott und... Ich würde da nicht drüber gehen. Erstmal den Schnee runterputzen oder so. Sehr beeindruckend. Ich sehe es halt nicht, ne? Ich bin irgendwo hier jetzt wahrscheinlich, schätze ich. Da bin ich gerade durch. Dann geht es hier in eine Höhle. Dann kommst du da wieder raus. Und immer weiter rauf, bis auf die Spitze. Was finden wir da? Das ist die Frage. Oh, Kacke. Weh. Vorsicht. Oh. Oh. Lawine. Steinschlag und Hagel. Boah. Das hat da eben so getrötet, sag mal. Es ist doch bestimmt ein Raumschiff, ein Alien-Raumschiff, das wir gleich finden, oder? Sieht ja interessant aus. Okay, das ist jetzt wohl die Höhle. Die da. Und dann kommen wir hier raus. Und dann können wir entweder weiter hier rauf über einen Trampelpfad oder wir gehen wieder runter in ein anderes Höhlensystem. Oh, was ist das denn? Oh Leute, ich habe so richtig Bock drauf, ne? Ich habe so richtig Bock, hier alles zu erkunden. Das ist vielleicht nur so eine Schneelandschaft. Ach, guck mal hier. Da sieht man, wo uns die ganzen Dinger erwarten. Das ist cool. Das ist sehr cool übrigens. Dass wir hier die einzelnen Anhaltspunkte haben, die wir suchen müssen. Nett. Nett, nett, nett. Oh Gott, ich dachte eben, da steht was vor mir. Das ist nur Wasser. Aber ich will jetzt nicht nass werden. Oh. Okay. Ist das geil. Das sieht grafisch so gut aus einfach. Ich glaube, es hängt im Boden fest. Ich lasse es mal festhängen. Das ist mir, glaube ich, lieber. Okay. Ui, bin ans Mikro. Tut mir leid. Habt ihr was Rauschen gehört? Das wollte ich nicht. Ist noch so ungewohnt, das Ding direkt vor der Nase zu haben. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Da... Ich weiß nicht, wo ich gerade bin. Da. Da geht's nicht rauf. Es geht nur hier rüber. Oh, dieses unheimliche Vieh eben. Oh. Habe ich die schon? 10 Nord, 57 Ost. Da gibt's nichts Neues wahrscheinlich. Ich schreibe mir das jetzt doch mal auf. Weil ich weiß nicht, ob ich nochmal hierher komme. Ist das? Das ist ein unbenutzter Zettel. Ich habe einen. Super. Super. So. 10 Nord. Ich bin da gewissenhaft. 57 Ost. So muss das. So muss das. Mikro. Oh, mal gerade hinsetzen. Ich sitze so schief, ne? Das ist voll kacke fürs Kreuz. So. Da, da geht's rauf. Und da geht's wieder runter. Ich will aber rauf. Ich würde mir, glaube ich, ein bisschen den Arsch abfrieren. So ein bisschen.
Es scheint sehr kalt zu sein hier. Oh, das sieht aus wie gruselige Finger, die über den... über diesen Tunnel oder diesen Gang hier ragen. Ich laufe mal ein bisschen schneller. Er ist verschwunden. Es ist einfach verschwunden. Oh! Oh, Kacke! Oh, ich wackele. Wo ist das Ding hin? Da ist wieder was. Ein Zettel. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running. Entschuldigt, ich lese das nochmal vor. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially whatever we get our hands on. We want to be sure that we took everything we could possibly need. We're running out of time. Damn it, where did I put my belt? I'm sure we forgot about something. We're almost ready. We lost the knife. We're counting the money. We're leaving the room in a complete mess. So, we made it to the train station. We're singing all the songs we know and making up new ones as well. Everyone is so excited. Finally, at around 3 a.m, we go to bed. I wonder, what is awaiting us when we get there? What will we see? How far will we make it? I hear the rest of the group breathing peacefully and it's snowing outside. Okay, ich werde das wohl so halten, dass ich die Texte, die vorgelesen werden, nicht nochmal vorlesen werde, denn ihr habt es gehört. Das geht immer wieder von vorne los. Wahrscheinlich werde ich nur die vorlesen, die eben nicht selbstständig von irgendwelchen Sprechern vorgetragen werden. Make it so. Ich komme da nicht ganz drauf, irgendwie. Aber es führte doch einen Weg auf den Gipfel. Oder nicht? Guck mal, da war das... Ah, das führt doch noch hoch. Guck mal, hier. Alles klar, und einer führt wieder runter. Dann muss ich hier irgendwie raufgehen. Irgendwie. Oder auch nicht. Dann müsste das ja der sein, der da runterführt hier, der Kleine. Und da muss es irgendwie hoch? Kann ich doch gar nicht. Guck mal. Das ist doch Ende im Gelände. Mal wieder. Ah! Die Treppe. Die ist neu. Und schon wieder ein paar Koordinaten. 11:55. Habe ich die schon? Nein, habe ich nicht. Die 10:57 habe ich auch nicht. Also, schreiben wir auf. 11:55. So, alles klar, Leute. Damit beende ich auch den Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Schreibt mir doch gerne, was ihr denkt. Was kommt noch? War das schon etwas gruselig für euch? Ich weiß es nicht. Das müsst ihr mir sagen. Bis auf Weiteres danke ich euch und wir sehen uns wieder zu Kolat.